Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Mod-Vorstellung für Transportweaver 2. Ich begrüße euch hier von meinem Campingplatz. Familie Müller kommt gerade mit ihrem Wohnwagen hier an und sucht sich ein nettes Plätzchen aus. Ich finde das großartig. Der gute Huge Dragon hat mal wieder nach längerer Zeit eine Mod rausgebracht. Ich hatte mir zwischenzeitlich auch so ein bisschen Sorgen gemacht, gerade Anfang letzten Jahres, wo ja Corona da in China und den Ländern in Asien so schlimm war, und man hat nichts von ihm gehört, aber er hat tatsächlich, so wie ich das verstanden habe, da helfen müssen, bei der Bekämpfung von Corona oder bei Tests. Er hat da einen Text geschrieben, ich glaube so in der Art irgendwie, und ja, deswegen hat man länger nichts von ihm gehört. Ich hatte ja die Helikopter-Mod von ihm auch, also die Preview zu der Mod hatte ich ja auch schon mal vorgestellt, da hat er ein kleines Video zugemacht und jetzt hat er diesen Campingplatz aus dem Nichts gezaubert. Oder ich habe es einfach übersehen im Transportfieber-Forum, aber Wahnsinn. Richtig genial. Wir haben uns das ja immer selber gebastelt, aber jetzt hat man das Ganze hier schon vorgefertigt. Ist eine Bushaltestelle. Ihr seht es ja auch. Die Leute laufen hier drin rum. Die passenden Autos, die er mitgeliefert hat, fahren hier mit Wohnwagen drumherum. Drumherum, hinten dran. Das ist einmal dieser Pickup mit dem größeren Wohnwagen und dann einmal dieser Kombi mit dem kleineren ist auch in der Mod dabei. Ich habe mir hier schon eine kleine Linie erstellt und ja, gucken wir uns das Ganze mal im Detail an. Hier vorne Eingangsschild Camp und RV Park. Dann ist hier vorne so ein kleiner Parkplatz. Hier kann man sich seine Tickets kaufen. Da geht die gute Dame, glaube ich, jetzt auch hin. Genau, hier ist nämlich ein Terminal. Ein Terminal ist hier und eins ist hier. Also man kann da zwei Linien reinführen. Dann haben wir hier so einen kleinen, ja, Grillplatz mit Zelten. In der Mitte noch einen schönen See, wo in der Mitte des Sees noch eine Palme steht. Und dann diesen gepflasterten Weg drumherum. Hier ist auch so ein schöner Barbecue-Grill. Liegt auch schön das Fleisch drauf. Überall Feuerstellen. Hier ist so ein kleines, ja, so ein kleines ab, kann man schon fast sagen. Alles schön auch hier mit Vegetation. Das Einzige, was ich bei ihm immer so ein bisschen schade finde, er hat echt coole Sachen immer auf seinen Mods drauf. Zum Beispiel hier diese ganzen Campingwagen, die kleinen Zelte, dann auch diese Bepflanzung hier. Das nochmal so als einzelne Mod zum selber setzen, sowas wäre schon genial. Hier mal so eine kleine Apfelbaumplantage noch dran. Und sowas könnte man auch in die Mitte setzen, drumherum sich noch selber mit all den Camping-Assets, die es ja gibt, sich einen eigenen Campingplatz noch drumherum bauen. Ja, und in der Mitte fährt dann halt hier der Bus oder was auch immer ihr hier lang schickt. Genial, dass diese Fahrzeuge dabei sind, ne? Ich zeige euch das auch nochmal hier. Im Depot, da haben wir hier einmal den Trailer-AV und dann haben wir hier den Trailer-AV 2006, der ist ab 1976 und der ab 2006. Und die kann man natürlich auch einfach so durch die Gegend schicken, ne? Oder in einem eigenen gebauten Campingplatz oder in einem Freizeitzentrum, in einem, ja, was auch immer, in einem Kleingarten, ne? Es gibt da viele Möglichkeiten. Definitiv eine schöne Sache. Und wir haben ja auch noch, habe ich das installiert? Ich glaube, ich habe das installiert. Wir haben ja auch noch vom SM1 haben wir ja auch noch so ein nettes. Mal kurz gucken. Vom SM1 haben wir hier, genau, das Wohnmobil. Das haben wir ja auch noch. Das könnt ihr da auch noch durchschicken. Passt auch super. Hinten noch Fahrräder dran. Und wie gesagt, das Ganze ist hier als Bushaltestelle deklariert. Da sind auch Besuchermagneten drin. Leider habe ich weder in der Mod-Beschreibung noch hier im Spiel rausfinden können, was für Magneten da drin sind. Ihr seht das ja, hier ist drumherum nichts. Aber die Leute fahren trotzdem hier hin. Ich weiß nicht, was hier verbaut ist. Okay, ein Gewerbegebäude. Ne, haben wir es jetzt? Kann man ja sehen bei den Sims, was die für ein Ziel haben. Ist mir gerade noch so in den Sinn gekommen.
Also das hier ist ein Gewerbegebäude quasi, Bushaltestelle inklusive Gewerbegebäude. Und ja, da fahren dann die Sims aus ihren Wohngebäuden, fahren dann dahin zum Einkaufen quasi. Also eine Freizeitaktivität. Ja, feine Sache. Danke nochmal an den New Dragon. Download-Links gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Das kennt ihr ja und ich wünsche euch viel Spaß damit und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.